Tja, was soll ich sagen? Erst vor einem Jahr hat AMD mit dem Ryzen 5000 die bislang aktuellste CPU-Generation aus dem eigenen Hause vorgestellt und nun kommt schon die nächste. Wie schon bei Ryzen 3000 zu Ryzen 5000 springen wir im Desktop-Bereich direkt auf Ryzen 7000 und erhalten mit der neuen CPU-Generation nicht nur Taktraten jenseits der 5 GHz, sondern auch DDR5-Support und PCI-Express 5.0. Was die neuen CPUs auf dem Kasten haben und vor allem, wie sie sich in täglichen Aufgaben speziell für Creator schlagen, schauen wir uns in diesem Video mit dem AMD Ryzen 7 7700X sowie dem AMD Ryzen 5 7600X genauer an. Ja, das Battle zwischen AMD und Intel geht weiter, aber eins kann man auf jeden Fall sagen, so etwas ist für uns Endkunden natürlich immer gut, denn Wettkampf bedeutet Fortschritt und Fortschritt gibt es diesmal definitiv bei dem neuen Release von AMD Ryzen 7000. Aber was genau ändert sich mit Ryzen 7000 und worauf muss ich als Creator achten? Genau diese Themen werde ich zuerst mit euch besprechen. Daraufhin gibt es natürlich auch Tests und Benchmarks und wir werden uns OBS Studio genauer anschauen, beziehungsweise die Performance in OBS Studio und natürlich zum Schluss auch die Frage klären, lohnt sich ein Upgrade als Creator? Mit dem Release von AMD Ryzen 7000 wird das erste Mal seit langem auf einen neuen Sockel gesetzt. Mit ARM 5 und somit Zen 4 wird einerseits nun auf die 5 Nanometer Architektur gesetzt und andererseits der bisher aktuelle Sockel ARM 4 abgelöst, sodass ihr eines auf jeden Fall beachten müsst, habt ihr noch ein ARM 4 Mainboard und wollt ja Ryzen 7000 verbauen, wird das nicht gehen. Der Sockel sagt nein. Nicht nur, dass der Sockel nicht passt, auch wird von PGA auf LGA gewechselt. PGA steht für Pin Grid Array und bedeutet, dass unter der CPUs Pins sind, die in den Sockel gleiten. Bei LGA, was man bisher von Intel kannte, sitzen die Pins im Sockel und die CPU ist auf der Unterseite lediglich mit glatten Kontakten ausgestattet. Und genau das kommt nun auch mit Ryzen 7000. Also eins könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal hinter die Ohren schreiben, ein Upgrade auf Zen 4 wird definitiv nicht günstig, denn neben der CPU müsst ihr euch halt noch ein neues Mainboard kaufen und ihr braucht theoretisch auch neuen Arbeitsspeicher, denn DDR5 ist das einzige, was auf den neuen Mainboards läuft, DDR4 wird nicht mehr supported. Aber ein Glück ist DDR5 auch günstiger geworden, das heißt, eine Niere müsst ihr nicht mehr verkaufen. Wer jedoch einen aktuellen CPU-Kühler für AM4 einsetzt, der wird sich freuen. Die Kompatibilität zwischen AM4 und AM5 bleibt zumindest bei der Kühlerhaltung gegeben, sodass generell Kühler, die bei AM4 eingesetzt wurden, auch auf den Sockel AM5 passen sollen. Jetzt ist PCI Express 4.0 ja noch gar nicht so lange auf den Markt, da kommt schon PCI Express 5.0. Im Endeffekt braucht ihr euch da keine Gedanken machen, denn PCI Express 5.0 wird jetzt erst nach und nach bei den neuen Geräten kommen, aber so wirklich einen Vorteil werdet ihr noch nicht davon ziehen. Sicherlich werden wir auch neue NVMe SSDs bekommen und die werden noch schnellere Lese- und Schreibraten haben, aber ob ihr das wirklich benötigt, ist eine andere Frage, denn selbst PCI Express 4.0 NVMe SSDs werden nur unter bestimmten Umständen aktuell richtig ausgereizt. Was aber gut ist, ist, dass dieser neue Standard definitiv bei dem neuen Sockel schon mit dabei ist, das heißt, in Zukunft solltet ihr auf ein Zen 4 System jetzt setzen, braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass ihr da irgendwelche neuen Features oder Geräte nicht nutzen könnt. Nun stellt sich aber auch die Frage aller Fragen, welches Mainboard habe ich denn für meine Tests eingesetzt? Und zwar handelt es sich dabei um das Asus ROG Crosshair X670E Hero Mainboard. Das ist nicht nur ein sehr hochwertiges Mainboard mit sehr guten Spannungswandern, sondern auch für Creator wird hier einiges geboten. Unterstützung für Wi-Fi 6E, ein 2,5 Gigabit Netzwerkanschluss, insgesamt 4 Steckplätze für M2 SSDs sowie eine PCI Express 5.0 Erweiterungskarte, mit der sich eine PCI Express 5.0 NVMe SSD betreiben lässt. Und auch bei den externen Anschlüssen wird es dann super spannend. Zweimal USB 4 Typ C, einmal USB 3.2 Gen 2 X2 Typ C, 9-mal USB 3.2 Gen 2 mit 8-mal Typ A sowie 1-mal Typ C. Also wer hier der Meinung ist, seine Geräte nicht anschließen zu können, der hat definitiv die Kontrolle über USB-Geräte verloren. Aber nun gut, was ich ja auch gesagt habe, ist, dass DDR5-Support dazugekommen ist. Und speziell dafür hat zum Beispiel Corsair optimierte RAM-Kits rausgebracht, wovon ich eins eingesetzt habe. Für meine Tests genutzt habe ich da ein 32 GB-Kit DDR5 6000 CL30 und zwar im Speziellen das Corsair Dominator Platinum RGB-Kit. Mit straffen Timings von 30, 36, 36, 76, einem optimierten Profil für Zen 4 sowie dem meiner Meinung nach extrem edlen Look mit RGB-Beleuchtung ist dieses Kit natürlich optimal geeignet für meine Tests. Aber wofür ihr sicherlich hier seid, sind natürlich die Tests und Benchmarks und da würde ich jetzt gerne erstmal mit Cinebench anfangen.
Starten wir hierbei mit dem Single-Core-Test im Cinebench R23. Und zwar habe ich mir nicht nur den 7700X und den 7600X angeschaut, sondern auch die Vorgänger mit dem 5800X und den 5600X sowie auch dem 12900K und dem 12600K. Ganz interessant ist, dass der 7700X und auch der 7600X mit 1984 Punkten bzw. 1950 Punkten schon über dem 12900K mit 1831 Punkten bzw. dem 12600K mit 1918 Punkten liegen. Vergleicht man das dann mit der Leistung vom 5800X und dem 5600X bei 1596 Punkten bzw. 1593 Punkten, ist hier doch in der Single-Core-Performance von Zen 3 auf Zen 4 ein ordentlicher Sprung zu verzeichnen. Schauen wir uns dann aber gerne auch nochmal den Multicore-Test von Cinebench an, denn da wird das Ganze dann doch wieder ersichtlich, wo die Reise hingeht. Der 7700X erreicht 19542 Punkte und der 7600X 14607 Punkte. Das ist natürlich wieder ein ordentlicher Zuwachs noch zu dem 5800X mit 15228 Punkten sowie dem 5600X mit 11201 Punkten. Vergleicht man das Ganze aber dann mit 12900K und 12600K, dann sieht man schon einen Unterschied. Der 12600K hat 17660 Punkte, das heißt, hier kommt man auf jeden Fall mit dem 7700X besser weg. Vergleicht man aber mit dem 12900K, das aktuelle Schlachtschiff von Intel, dann sieht man bei 25118 Punkten, dass diese CPU im Multicore-Test natürlich doch nochmal um einiges schneller ist. Hat aber auch ein paar Threads mehr als der 7700X. Was ich dann aber auch noch ziemlich spannend fand, war ein Vergleich mit dem 12900K bei Blender. Schauen wir uns dort einmal die Werte an, so bekommt der 7700X 148,96 Punkte bei dem Monster Benchmark und der 12900K 176,81. Das heißt, man sieht hier zwar schon, dass der 7700X ein paar Threads weniger hat als der 12900K, man kommt aber doch schon relativ nah dran. Geht man dann noch weiter zu Junk Shop und Classroom, sieht man mit den Werten von 89,28 im Gegensatz beim 12900K mit 99,65 und auch bei 70,39 in Classroom für den 7700X zu 81,45 bei dem 12900K, dass der 7700X zwar niedriger liegt, aber doch ziemlich nah dran. Wo man dann aber definitiv die Anzahl der Threads bzw. auch Kerne merkt, ist, wenn man auf den 7600X runtergeht. Denn der bekommt im Monster Benchmark 111,19, im Junk Shop Benchmark 66,7 und im Classroom Benchmark 52,72 Punkte. Also doch nochmal um einiges niedriger, aber das ist ja nun auch nicht verwunderlich, wenn man sich halt einfach mal in Erinnerung ruft, dass der 7600X halt ein 6-Kerner mit 12 Threads ist. Aber kommen wir dann einmal zu Benchmarks mit richtigen Creator-Tools wie Adobe-Produkten oder DaVinci Resolve. Fangen wir mit Adobe Premiere Pro an und dort habe ich den Pocket Bench laufen lassen. Wir haben hier bei dem 7700X einen Overall-Score von 941 und bei dem 7600X einen Overall-Score von 835. Verglichen mit dem 5800X, der 848 Punkte erreicht, haben wir mit dem 7600X fast die gleiche Leistung wie mit dem 5800X. Dann verglichen zu dem 5600X mit 671 Punkten, sieht man auch hier wieder einen guten Zuwachs. Das gleiche zieht sich auch durch, wenn wir uns Adobe After Effects anschauen. Dort bekommen wir mit dem 7700X beim Overall Score 1222 Punkte. Mit dem 7600X sind es dann noch 1108 Punkte, verglichen zu der vorherigen Generation mit dem 5800X bei 932 Punkten und dem 5600X bei 829 Punkten ist auch hier ungefähr der gleiche Zuwachs zu sehen. Dann auch ganz interessant für alle Liebhaber von DaVinci Resolve. Dort bekommen wir mit dem 7700X einen Overall-Score von 1503 und mit dem 7600X einen Overall-Score von 1430. Verglichen zu dem 5800X mit 1367 und dem 5600X mit 1233 Punkten.
Also auch hier wieder ein guter Zuwachs zu sehen und selbst der 7600X ist nochmal um ein gutes Stück schneller als der 5800X. Schaut man sich also diese ganzen Creator-Benchmarks an, dann sieht man schon, dass Zen 4 gerade in der Single-Core-Performance nochmal eine Schippe drauflegt und geht es um Creator-Tools, dann ist hier auch ein Zuwachs zu sehen. Die Frage ist halt nur, lohnt sich dieser Zuwachs für das, was man alles neu investieren muss? Aber darüber sprechen wir später noch. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal an, wie gut das Ganze denn für Streamer funktioniert mit OBS Studio. Getestet wurde in OBS Studio mit einer Basisleinwand von 1080p mit 60 FPS. Und als Encoder wurde natürlich X264 eingesetzt, damit auch wirklich über die CPU gerendert wird. Nutzt man das Preset Medium, so bekommt man mit dem 7700X 25% CPU-Auslastung, mit dem 7600X 37% CPU-Auslastung. Verglichen mit dem 5800X, der dann 39% Auslastung hat, und dem 5600X, der bei 52% liegt, merkt man auch hier, dass die CPU weniger ackern muss, um X264 zu encodieren. By the way, meine Streams werden mit Medium gerendert, also niedriger lohnt sich meines Erachtens nach nicht wirklich. Wir testen das Ganze trotzdem. Gehen wir mit der CPU-Auslastungsvoreinstellung auf Slow runter, also bessere Qualität, mehr Last auf der CPU, bekommen wir mit dem 7700X 32% Auslastung, mit dem 7600X 48% Auslastung und bei der vorherigen Generation waren das mit dem 5800X 52% Auslastung und dem 5600X 84%. Dann wird es nochmal ganz interessant, was eigentlich jetzt nur noch auf dem Papier wirklich zu stehen hat, weil slower als CPU-Auslastungsvoreinstellung beim Streamen macht absolut keinen Sinn. Wir schauen es uns trotzdem an, was hier möglich ist. Der 7700X bekommt mit slower 95% CPU-Auslastung, aber keine verworfenen Frames. Schaut man sich den 7600X an, gehen wir hier auf 93% Auslastung und das Ganze überlastet auch. Also der Encoder kann nicht mehr hinterherkommen. Bei der vorherigen Generation war es dann sogar noch schlimmer, denn der 5800X und auch der 5600X sind sofort auf 100% gesprungen und haben nur noch Frames verloren, weil der Encoder es einfach nicht geschafft hat zu rendern. Nach all den schönen Benchmarks müssen wir dann aber doch nochmal reden. Und zwar habe ich noch gar nichts über die Temperaturen gesagt. Der 7700X lief bei mir beim Cinebench permanent auf 95 Grad und der 7600X permanent auf 93 Grad. Also im TJ Maxx und laut AMD sollen diese CPUs auch 24/7 in diesem TJ Maxx laufen können. Die Frage ist nur, wollt ihr das bei diesen Temperaturen? Und ich habe auch nicht gerade mit einem kleinen Kühler getestet. Da war ein Be Quiet Darkrock Pro 4 drauf verbaut, der eigentlich schon sehr gut kühlt. Wenn man sich dann auch noch die Leistungsaufnahme anschaut, wir hatten zum Beispiel beim 7700X eine Leistungsaufnahme von bis zu 146 Watt, ist das enorm. Die Frage, die ich nun aber klären möchte, ist, ob sich das Upgrade auf Ryzen 7000 lohnt. Wenn man sich den Leistungszuwachs in den getesteten Programmen anschaut, dann sieht man schon, dass wir hier 10-20% Leistungszuwachs haben. Aber zu welchem Preis? Ihr habt A, einen enorm hohen Stromverbrauch und das zu aktuellen Strompreisen. Ihr habt eine enorm hohe Hitzeabfuhr oder Hitzeentwicklung, also 95 Grad finde ich schon ziemlich heftig. Und ihr habt halt auch enorm hohe Preise, wenn es darum geht, ihr müsst euch ein Mainboard holen, ihr braucht DDR5 Arbeitsspeicher. Das zusammen kostet halt schon nicht gerade wenig. Jetzt steht ja auch bald Intel Raptor Lake am Start und die Frage ist, ob man, wenn man jetzt gerade upgraden möchte, nicht vielleicht noch wartet. Das würde ich wahrscheinlich eher tun. Also AMD hat jetzt zwar einen guten Job gemacht und auch die Leistung ist überzeugend, aber zu welchem Preis? Mich würde da jetzt mal interessieren, was sagt ihr zu Ryzen 7000? Ist das für euch interessant? Wollt ihr vielleicht upgraden auf Ryzen 7000? Schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.